Roman Boyard, was steht heute hier auf dem Programm bei Erlebnis Weinbau? Also heute geht es darum, dass wir gegen Wimdo. Und zwar nehmen wir heute den Petit Achwin Ferdu Jahrgang 2017. Das ist heute unser letzter Schwimmertag. Wir sind noch froh, dass wir überhaupt etwas zum Wimdo haben. Leider, wie viele andere, haben wir einen Ernüsfall von 50%. Aber ja, dafür haben wir gute Qualität. Wie weiss man eigentlich, wann man muss winden? Ist ein Rap-Chef, der geht so zweimal pro Woche, geht immer verschiedene Parzellen nehmen und schauen, für, wie viel Sire und wie viel Zuckergehalt oder Öxlegrad das der Wein hat. Und anhand von dem dann nachher entscheidet, wenn es Zeit ist, gut zu Wimdo und gut Reben zu lesen. Was für einen Ratschlag geben dir den Teilnehmer, die vielleicht zum ersten Mal Wimden mit auf den Weg? Sich nicht in den Finger zu schneiden. Nein. Spass zu haben und auch das Erlebnis mit der Natur, mit dem Treibbild zu genießen und vielleicht auch ein bisschen zu wertschätzen, was nachher das gleich für eine harte Arbeit ist und was das nachher für einen Tropfen geben kann. Dass das auch ein bisschen kann und die Arbeit mit dem Wein in Verbindung kommt. Was für eine Fläche habt ihr an der Absteck? Wir haben ungefähr 8 Hektar. Im Gesamten. Was sind da so für Weine dabei? Wir haben ungefähr 15 verschiedene Sorten, vor allem Pinot, also 60-70% haben wir Pinot Noir. Und sonst haben wir auch sehr viele Spezialitäten vom Wallis, Petit Achwin, Cornelin, Humain Rouge, Humain Blanc, Dioli Noir, sonst natürlich der Fanda, Johannisberg, ja, so die typischen. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn man den Leuten das Know-how ein bisschen weitergeben? Es ist sehr ein sehr schönes Gefühl. Mir macht das auch Freude. Ich finde Wein und verbindet sehr fest mit verschiedenen Menschen. Du hast immer etwas zu reden. Wein verbindet auch Kultur, finde ich. Ja, es ist einfach eine schöne Sache und es macht auch Freude, über das zu reden und das weiterzugeben. Welche Weinsorte habt ihr persönlich am liebsten und warum? Das wechselt bei mir jedes Jahr. Dieses Jahr bin ich ein grosser Fan von Muscat. Jetzt von uns zum Beispiel machen wir einen trockenen Muscat. Ich finde das ein super schöner Wein. Ein frischer Wein, den man gut zum Apéro nehmen kann. Der sehr einen eigenen Geschmack hat, sehr fruchtig ist, aber auch leicht ist. Der einfach perfekt passt zum Apéro oder zu einem guten Spargelgericht. Was ist das Ziel des heutigen Tages? Heutigen Tag ist das Ziel, dass die Leute sehen, wie man richtig dort wimdo. Und auch, dass man zusammen sein kann, zusammen einen schönen Tag erleben. Aber du hast gesehen, nachher auch die Arbeit von der Rebe, vom Wimdo, wie die Reibel nachher zur Maschinerie kommen und nachher ins Fass, wie der ganze Prozess dauert. Und ja, das ist ein bisschen eine Ahnung von der Arbeit. Danke vielmals.